Die Partie der Mecklenburger Stiere am 15. Mai gegen den MTV Braunschweig stand von Beginn an unter einem schlechten Stern. Im Hinspiel unterlagen die Stiere dem MTV in der Schlusssekunde mit 30:31. Der neue Stiere-Trainer Arik Blacher konnte beim Rückspiel in der Palmberg-Arena wegen einer Corona-Infektion nicht dabei sein. Er war, glaube ich, der hat 2 Tage da, hat sich das Training ein bisschen angeguckt und sehr sympathischer Kerl und ich freue mich, ihn kennenzulernen im Juli, wenn es losgeht für die neue Saison. Im letzten Spiel der Saison mussten außerdem aktuell 6 Ausfälle im Kader durch ein A-Jugendquartett kompensiert werden. Eine Schwächung? Vielleicht. Eine Chance? Allemal. Und dass wir jetzt vielen jungen Spielern die Chance geben konnten, sich hier mal ein bisschen zu zeigen, auch mal zu gucken, wie Männerhandball so abläuft. Und die Stiere waren keinesfalls hoffnungslos unterlegen. Sie agierten über den Großteil der ersten Spielhälfte auf Augenhöhe mit den Braunschweigern. Die Braunschweiger lagen allerdings die meiste Zeit in Führung. Zwischenzeitlich glichen die Stiere aus, gingen sogar in Führung, fielen danach aber meist wieder auf einen 2-Tore-Rückstand zurück. Mit diesem Rückstand ging es dann auch in die Halbzeit. Die zweite Hälfte begann spannend. Etwa ab der 50. Minute aber setzte sich der MTV weiter ab und beendete das Spiel souverän mit einer 5-Tore-Führung. Von Verbitterung bei den Stieren aber keine Spur. Das ist natürlich immer schwierig, wenn kurz vorm Spiel auch ein, zwei Spiele ausfallen mit Jan Mosic. Und wir waren heute wieder glücklich, allen nochmal Einsatzzeiten zu geben. Sicherlich haben wir ein paar zu viele Fehler gemacht, aber ja, am Ende gucken wir nicht ganz so auf dieses Ergebnis, sondern dass jeder heute seine Chance bekommen hat. Und ja, ich denke, jetzt lassen wir alle so ein bisschen sich auch mal freuen darüber, dass sie im Männerbereich mal reinschnuppern konnten. Außerdem wurde das Saisonziel Klassenerhalt in der 3. Liga bereits Mitte März erreicht. Daher heißt es jetzt ausruhen, abschalten, aufladen und am Ende des Sommers frisch gestärkt in die neue Saison starten.